So, was hat es jetzt genau mit den Array-Variablen auf sich? Man unterscheidet in Java zwischen den eigentlichen Arrays, also den einzelnen Variablen, die jetzt zu einer Einheit zusammengefasst werden, den Elementen, und den Array-Variablen. Die Array-Variablen kann man sich vorstellen als Namen von dem Array. Sie speichern die Adresse des eigentlichen Arrays. Man sagt in Java auch, sie enthalten eine Referenz auf das Array. Array-Variablen sind Referenzvariablen. Bei der Definition einer Array-Variablen wird noch kein Speicherplatz für das Feld, für das Array selbst angelegt. Vielmehr wird ein Speicherplatz im Speicherbereich reserviert, in den Adressen geschrieben werden können. Und zwar mittels des New-Operators. In anderen Sprachen nennt man das auch Zeiger oder Pointer. Wichtig in Java ist aber, man kann diese Adressen weder auslesen, das heißt deren Wert ermitteln, noch kann man auf den Adressen Operationen ausführen, wie das beispielsweise in C oder C++ der Fall ist. Diese Adressen sind in dem Sinne ja unsichtbar und dienen einzig und allein dazu, auf Arrays oder wie wir hinterher auch sehen werden, Objekte zu verweisen. Der Default-Wert einer Array-Variablen ist das 0, ist das Literal 0. Und wenn ich Array-Variablen benutze als lokale Variable, muss ich sie auch initialisieren. Und das geschieht mit diesem Literal 0 im Allgemeinen oder, wie wir dann hinterher noch sehen werden, mit der Zuweisung eines Arrays. 0 hat dabei die Bedeutung, diese Array-Variable verweist im Moment auf kein Array.